Hey Leute, ich begrüße euch zu Digimon World Bugfrei. Und wir starten mal wieder ins Spiel hinein. Wir waren stehen geblieben in der Stadt. Und sind Tag 2. Okay. Und unser Agumon hat hart auf die Fresse bekommen. Wen haben wir das letzte Mal in die Stadt geholt? Also, ich sehe, ist der Tag ja auch schon fast vorbei. Wieso habe ich den Tag gespendet? Gute Frage. Aber da ich das sehe, dass der Tag ja fast vorbei ist, hast du eigentlich neue Infos für mich? Ich beschreibe dir. Nein, er hat keine neuen Infos für uns. Dann ist es uns egal, was du sagst. Da der Tag fast vorbei ist, gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen trainieren noch. In grüne Trainingscamp. Die Frage ist nur, was? Wenn 1000... Ja, wir gehen mal die MP trainieren. Denn die Zeit geht natürlich bei so einem Training auch schneller vorbei. Ich weiß gar nicht, ich glaube eine halbe Stunde pro Training. Kann gut sein. Okay, ist sogar ziemlich spät. Kann sogar sein, dass es eine Stunde ist. Ich glaube, da ist ein ganzer Punkt weggegangen. Ja, kann gut sein. Kann gut sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall hat unser Agumon Hunger und muss auf Toilette. Ich glaube, der hat an diesem Tag schon 3 Stück Fleisch gefressen. Also ein echter Vielfraß mal wieder. Aber okay. Geh erstmal auf Toilette, Agumon, und dann snack dir mal was, ja? Wir besitzen noch 3 Fleisch und 3 Hüftsteaks. Das ist eigentlich super. Das ist alles voll in Ordnung. Er frisst doch jetzt nur eins. Das freut mich auch. Sehr. Sehr, sehr, sehr. Und ich würde mal sagen, MP haben wir eigentlich genug, da wir eh nur mit Feuerspeier angreifen, reicht diese MP-Anzahl eigentlich. Und wir trinken nochmal sein Leben, damit er einfach ein bisschen mehr überlebt. So, jetzt müsste er... Ja, perfekt. Hast du sonst noch irgendwelche... Ach nein, übertrainiert, dein Ernst? Komm, so viel haben wir gar nicht trainiert. Das war jetzt einmal Training zu viel von unser Agumon. Das ist... Ja, nicht gut. Nicht gut. So, Tag 3, wir sind wieder voll auf. Wir sind nicht voll aufgeladen. Unsere MP ist nicht komplett voll. Agumon, was ist da los? Warum ist deine MP nicht komplett voll? Egal, wir haben wieder früh am Morgen. Ein neuer Tag bricht an. Und wir holen uns erstmal unsere Hüftsteaks, ja? Palmon, hier sind deine Portion Hüftsteaks, danke. Als nächstes sollte unser Digimon, unser schönes kleines Agumon, sich bald mal entwickeln. Heißt das ja eigentlich auch entwickeln, ja, oder? Oder transformieren, auf jeden Fall eine Stufe aufsteigen. Denn die nächsten Schritte, da reicht ein Agumon nicht mehr wirklich aus. Und ich frage mich gerade, Option, Gegenstände. Okay, komm, 7 Heides, die reichen locker. Denn heute gehen wir gegen Kunemon mal kämpfen. Und soweit ich weiß, dann auch erstmal das letzte Digimon im Heimatwald, was wir zur Zeit bekommen können. Also mehr ist da im Moment dann nicht möglich. Also im späteren Spielverlauf sind hier noch ein paar Digimon erreichbar, aber jetzt wäre... ja, wäre es das erstmal dann. Darum schließen wir den Heimatwald heute ab. So, hier unten wieder vielleicht 3 Pilze. Nein. So, Kunemon zu bekämpfen ist echt ätzend. Der Kampfbereich ist ziemlich klein und Kunemon ist ziemlich stark. Aber 7 Heiltränke und eine Wegbist, ja, sollte eigentlich reichen. So, erstmal müssen wir ihn ansprechen. Hey, so. Ich hab Hunger! Füttern! Sind viel Fraß hier, geben wir nur einen Digipilz, mehr bist du nicht wert. Das war prima, auf in den Kampf. Ja, erstmal mal zu fressen gehen und dann kämpfen, ne? Das sehen wir ja gern. Auf jeden Fall, Kunemon. Warum unser MP nicht komplett aufgeladen ist, das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe, aber okay. Wir sehen 900 Leben hat er. Und Hangumon. Agumon, nicht Agumon, Mon Mon.
Sehr schön verteidigt. Jetzt verteidigt das Dreckstück zweimal. Mann. Da, fast 200 Damage macht die Drecksattacke. Und bei Kulmon hängt das Spiel ein bisschen. Noch 800 Life, dieser Angriff. Wenn er uns dann noch einmal trifft, dann machen wir uns auf jeden Fall unser Life hoch. Ja, auf jeden Fall kommt mit der 900 Life bitte. Danke. Und ich hasse es, wenn diese hinterm Baum sind. Er hat uns noch einmal getroffen. Okay, jetzt Finisher. Der von Salz. Ist unser Bike nicht? Ah, doch da. Und er ist voll aufgeladen. Und wie viel Damage machen? Ja, 400. So, ich heile mich jetzt nochmal, denn ich habe Angst, dass das Kunemon jetzt gleich den Finisher einsetzt und wir dann direkt tot sind. Es blockt so viel. Kunemon, wir sind paralysiert. Ah, dieser Kampf. Noch eine Heilung, komm. Nee, noch eine Heilung. Zoskant gerade ist mit Zoskant, danke. Ich bin nicht sicher, ob er seinen Finisher schon voll hat. Es wäre auf jeden Fall extrem schlecht für uns. Ah, noch 102 Life, komm schon. Bitte, treff. Sauber, natürlich treffen wir. Weil er gerade einen Angriff gemacht hat. Jetzt der letzte. Blockt. Nein, Argumon. Mon. Nein. Ah, steh nicht so dumm da rum. Finished. Das waren zwei kleine Heldes. Ja, wie gesagt, der Kampf gegen Kunemon, den hatte ich auf jeden Fall was härter in Erinnerung. So, er lässt einen NP-Chip fallen, gibt uns schon Geld und ja. Das war nicht gut. Was soll ich tun? Komm in die Stadt und arbeite die Funde ab. In Ordnung, ich bin Kunemon, ein Insektenlimon. Schön, dich kennenzulernen. So, und Kunemon begibt sich in die Stadt. So, wir heben erstmal den Chip auf und unser Argumon hat erstmal, unser Monmon, so, Monmon, hat erstmal Hunger. War ein anstrengender Kampf für ihn. Aber das eine Stück Fleisch, das reicht ihm und er ist wieder topfit. Halbwegs. Gut, als nächstes, was haben wir vor? Eigentlich der Plan ist, dass Monmon sich weiterentwickelt. Was er aber nicht einfach so machen wird. Was ich sehr traurig finde. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber wir gehen erstmal an den Drachensee. Hier können wir noch nichts machen. Hier können wir später angeln. Aber was wir hier machen können, ist genau hier. War doch was zum Abstauen unserer sozusagen Kisten. Da. Eine Mini-MP-Dist bekommen wir hier auch so. Okay. Ist ja ganz nett. Digimon. Ja, okay. Wir gehen auf jeden Fall mal zu Gigimon schlafen, damit Argumon wieder fresh ist. Wir müssen auch immer mit dem Zett rumkriegen. Dann mal überlegen, wo gehen wir als nächstes hin? Eine sehr gute Frage. Als nächstes checken wir erstmal ab, was Kunemon eigentlich in der Stadt macht. Denn er hat eine total wichtige, wirklich sehr wichtige Aufgabe in dieser Stadt. Boah, ich dachte, ich hänge da gerade fest. Wäre nicht so geil gewesen. Schön, war nicht geplant, aber warum eigentlich nicht? Kämpfen ein bisschen. Ich meine, den kleinen Typen hier, den kriegen wir schnell runter. So, 23, okay, 30 MP kostet unser Feuerspeier. Das heißt eigentlich, um den Kampf könnten wir dann eigentlich auch noch schnell machen. Dein Ernst, 3 Life. 3 Life. Den wir vertrauen. Schön. Hättest du mal eben auch so kämpfen können. Auf jeden Fall eine schöne, schnelle Runde. Freut mich einfach. Freut mich, was so schön ist. Ja, gibt 100 Gold. Die geben echt wenig. Ich glaube, diese Beetlemon, wie sie hießen, die haben auf jeden Fall mehr gegeben.
aber natürlich ein kleiner netter Kampf. Und wir begeben uns erstmal in die Stadt. Dum, 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 dum. So, denn hier können wir erstmal gucken. Kundemann hat sich keinen Laden aufgemacht. Er steht hier nur. Genau, er steht hier nur. Ja. Ich musste die leckeren Pflanzen einfach fressen. In der Stadt ist es wohl zu wenig geworden. Ja, er hat Pflanzen gefressen. Das bewirkt, dass wir jetzt hier direkt zur Digibrücke gehen. Er hat uns den Durchgang gemacht, der vorher nicht da war. Mehr hat dieses Digimon nicht gemacht. Es hat Bäume gefressen ohne Ende, damit wir wieder durch können. Auf jeden Fall ziemlich lustig eigentlich. Und erstmal ab zur Toilette, denn Agumon darf nicht auf die Straße machen. Das würde ihn nicht erfreuen. Also auf. So, Agumon, einmal bitte auf Toilette. Und dann, wie erwähnt, ab zu Gigimon und dann mal ausruhen. So, Gigimon. Kunemon ist hergekommen, es will Gras fressen. Vielleicht frisst es das Unkraut. Ja, hat es gemacht, nämlich den ganzen Baum. Die Stadt gedeiht, ihr Wohlstand erreicht 5. Ja, auf sagen und schreiben 5 sind wir jetzt sogar schon. Und wir müssen uns unsere LP und MP mal ein bisschen auffüllen. Darum schlafen eine Runde. So sieht's aus. Na, wir schlafen noch einmal, dann sind wir glaube ich auch voll live wieder. Danke. Und sind auch ausgeruht von unseren 2 Kämpfen. Und du hast Hunger. Dein Ernst, ja. Es wiegt 2 und ist 2 Tage alt. So, unser letztes Fleisch. Gönn dir, Monmon, gönn dir. Das freut ihn, das freut uns, das freut ihn. Schön. Als nächstes geben wir unseren Chip bei Agumon erstmal ab. Weil wir ihn hier nicht verlieren wollen, möchten. Wann genau ich die benutze, bin ich mir noch gar nicht sicher. Muss ich auf jeden Fall mal gucken. So, MP-Dist, Weg-Dist, Verband, MP-Chip und das war's auch schon. So. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte einmal auf meine Gegenstände, die können wir nämlich sortieren, ordnen nach Kampf. Denn wir müssen immer kampfbereit sein. Gut, wir haben unser Digimon, hat sich leider noch nicht weit entwickelt, was ich eigentlich auch nicht erwartet hatte, dass es so schnell passiert. Darum gehen wir einfach mal. Wo gehen wir hin? Schritt überlegen, ob unser Digimon vielleicht einen neuen Angriff lernt. Aber. Nee. Wir machen was ganz anderes. Da ist mir nämlich gerade was eingefallen, was wir auf jeden Fall mit Agumon noch erledigen können. Und das machen wir jetzt. Wir gehen nämlich erstmal in den Tropendschungel. Hier waren wir ja schon einmal kurz. Wir sind schon ziemlich starke Digimon und eigentlich sind es so Digimon, die ich nicht kämpfen möchte. Denn. Ja, die sind eben schon was stärker. Darum gehen wir jetzt einfach mal durch. Was nennt man für das Item? Ein Mini-Heiles, danke. Gehen hier mal weiter, denn hier kommen wir in den Mangrovenwald. Danke. Auch Digimon, gegen die wir nicht kämpfen wollen. Die sind nämlich ein gutes Stück über unser Niveau. So, Amidawald. Der Amidawald, genau hier möchten wir hin. So. Alarm, Eindringlinge! Ich schieße! Gut, er schießt. Wir wählen jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. So, dann gehen wir hier lang. Oh, da liegt ein Fleisch. Schön. Ein Hüftzeug eingesammelt. Schön. Hier haben wir noch ein Gammelfleisch. Und wir kommen oben an. Nein. Schade. Okay, wir haben es geschafft. Normalerweise hoffe ich immer, den falschen Weg zu erwischen, um mehr Items abzugreifen. Aber wir haben den richtigen Weg erreicht. Und. Zack.
Centaurumon, erstaunlich, dass du es durch den Wald geschafft hast. Ich bin Centaurumon, entschuldige die Schüsse. Ich habe dich nur getestet, weil ich mit dir arbeiten will. Wir sehen uns in der Stadt. Den Schuss haben wir jetzt gar nicht gesehen. Also wenn wir den falschen Weg gehen oder nicht direkt abbiegen, schießt Centaurumon auf uns. Und macht wirklich gut Schaden. Momon, ich glaube, wir werden langsam berühmt. Weiter so. Ja, danke. Rein zu Dinoland. Also Dinoland, nein, danke. Dinoland ist viel zu krass für uns im Moment. Da werden wir hart auf die Schnauze bekommen. Also ohne Witz. Selbst als Champion, eher weniger. Wenn unser Champion ein bisschen gut trainiert ist, dann können wir es Dinoland versuchen. Aber Dinoland ist sehr schön, auf jeden Fall. Aber unseren jetzigen Zustand und baldigen Zustand noch nicht in Reichweite. Lass mich in Ruhe, danke. Ja, Angst vor den Gegnern. Das ist sehr gut. So, wir überlegen jetzt gerade. Ich habe ja. Vier Heilists. Vier Heilists noch und ein Wegdist. Ich bin gerade nicht sicher, ob wir diesen Gegner schaffen. Aber wir versuchen es ja noch. Komm, wir versuchen es. Hier ist nämlich ein Moki Metamon. Das ist mein Gegner. Okay. Eigentlich ist hier ein Betamon. Ich dachte gerade, das wäre es eigentlich. Aber das ist es nicht. Verwundert mich gerade, ich glaube, kann auch sein, dass wir vorher irgendwen ansprechen müssen, damit sie erscheint, aber ich dachte, es würde hier rumlaufen. Jetzt schon. Aber okay. Wir bestreiten diesen Kampf jetzt einfach mal. Wobei er auch diese Elektro-Attacke kann, natürlich. 200. Dieser Angriff, ne? 200 an Damage einfach. Ich mag ihn nicht. Okay, aber. Komm schon. Mann. Ich vertraue dir. Mann. Jetzt. Mann, nicht weglaufen, Mann. Um Gottes Willen, Mann. Jetzt verprügel ich mit deinem Feuerspann. Jetzt aber. Komm. Oh, schön gekontert. Also ich habe eh unseren Finisher und deinen Pyramid verprügeln ganz hart. Mhm. So. Und noch einmal. Tiefe. Nein. Also ich würde jetzt gerne B drücken, aber ich habe Angst, dass dann dieses Betamon mich direkt angreift, während ich diesen Angriff mache. Darum warte ich dann mal gerne. Es tut aber nichts. Okay, jetzt Pfeffer und Salz, komm schon. Und jetzt. Gut, haben wir ihn besiegt. Auch wenn das eigentlich nicht der Plan war. Aber Kämpfe bringen ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Geld und eine kleine Heilidis bringt es auch. Schön. Natürlich muss ich jetzt auf Toilette, ne? So, der läuft eigentlich da oben rum. Er ist nicht da. Toilette. Ja, Leute, jetzt lass mich ganz kurz überlegen, wie die nächste Toilette ist. Warte ich hier, bitte. Das ist nämlich ein Minuspunkt, wenn unser Argumon. Ah, okay, sauber. Huh. Da waren wir nochmal rechtzeitig da. Gut. Jetzt gehen wir nochmal zurück. In den Tropendschungel. Also wir sind weiterhin im Tropendschungel. So. Ding. Hier. Gibt es auch noch nichts. Okay, danke. Gehen wir nochmal weiter. Irgendwie die ganzen Sachen, die ich gerade abgrasen will, sind noch gar nicht wirklich erreichbar. Eingang zur Riesenschlucht. Ich habe gerade Angst, dass wir uns hier. Das sind so eine. Okay. Gut, Riesenschlucht. Einmal hier. Oh. Oh nein, das wird
Gefährlich, der stand gefährlich, okay. und gegen ihn hier. Ja, doch, gegen ihn kämpfen wir noch zum Abschluss des Pades. Auf jeden Fall, den machen wir noch fertig. Und dann ist mir halt aufgefallen. Es sieht gar nicht so gut aus, unser Agumon. Aber hier dieses Gobumon. Er hat doch deine Chance. Wir vertrauen unseren Monmon, wie es ihn in die Ecke spuckt. Wow. Und jetzt verprügeln wir bitte weiter. What the fuck, hat der viel Damage gemacht? Hat jetzt gerade richtig Panik. Oh. 117. Ja. Okay. Wir müssen einfach nur versuchen, mit Feuerspeier den Angriff des Gegners zu unterbinden. Warum ich Feuerspeier auch sehr stark finde, weil es ein sehr schneller Angriff ist, der... Nein, nein. Willst du ihn da hauen, oder? Die... Komm, Agumon, Agumon. Ach, Monmon. Monmon, danke. Na, kleiner Heils auf jeden Fall. Ich habe Angst, dass ich diesen krassen Punch wieder raushaut und unser Monmon einfach dabei drauf geht. Der kann Schneesturm. Das macht 300 Damage. Ja. Ja. Finish, finish. Finish! Bitte. Oh nein. Nein. Gut Leute, wir hätten einfach direkt weglaufen sollen. Wir jetzt getroffen und wer von Salz. Okay, so ein Kampf, ja. Nie wieder. Wir haben richtig hart Sachen verballert. Total unnötig. Irgendwie hatte ich den eigentlich viel, viel billiger in Erinnerung, den Typen. Und der gibt uns so nichts. Ja, verpiss dich bloß. Kotzt mich echt an. Gut Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Bis dahin und ciao.